Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Vielen herzlichen Dank für die nette Einführung. Es ist mir eine Freude, Ihnen heute das Ergebnis unseres Projekts zum Thema Sporternährung für Jugendliche präsentieren zu dürfen. Wir sind live und das merkt man jetzt gerade. Leider haben wir gerade technische Probleme und Frau Dr. Lackner, wir haben Sie plötzlich nicht mehr gehört. Wir versuchen gerade im Ja, Hintergrund alles daran zu setzen, damit wir nicht nur Ihre Folien sehen, sondern auch Sie dazu funktioniert es jetzt hören. wieder? Jetzt hören wir Sie wieder und die Leitung steht wieder und dann verschwinde ich wieder. Da ist scheinbar beim Weiterschalten was passiert. Ich war auch stumm geschalten. Das tut mir leid. Aber Sie haben noch nichts verpasst. Ich habe nur kurz den Inhalt wiedergegeben, worauf ich näher eingehen möchte. Ich möchte eben als erstes kurz die Hintergründe zum Sporternährungsprojekt näher ausführen und dann einen kurzen inhaltlichen Abriss der Unterlagen, die wir erstellt haben, wiedergeben und habe mir dann ein spezifisches Thema näher herausgesucht, nämlich das relative Energiedefizit im Syndrom im Sport und dessen Relevanz vor allem für Jugendliche und deren Entwicklung. Dann werde ich noch ganz kurz auf die Speisenzusammensetzung und den sogenannten Mealtiming genauer eingehen, das Thema Alkohol und Sport kurz zusammenfassen und Ihnen dann abschließend auch noch die Bestellmöglichkeiten zu den Unterlagen näher bringen. Gut, genau. So, also zum Hintergrund war es so, dass wir grundsätzlich uns gedacht haben, wir haben einmal gescreent, welche Unterlagen so verfügbar sind und haben dann herausgefunden, dass zum Thema Sporternährung für Jugendliche eigentlich nur relativ überholte Unterlagen verfügbar sind, beziehungsweise nicht mehr so optisch ansprechende Unterlagen. Und wenn man sich vor Augen führt, dass der Nährstoffbedarf vor allem in der Adoleszenz- und Jugendphase ein sehr kritischer ist, aufgrund der Wachstumsphase und in Kombination mit dem erhöhten Energie- und Nährstoffumsatz bei sportlicher Betätigung, ist es umso wichtiger, um eben Mangelernährung bzw. Entwicklungs- und Leistungsdefizite entgegenwirken zu können, da ein bisschen entgegenzuwirken und gute Unterlagen für die Jugendlichen eben auch ansprechend sind, zur Verfügung zu stellen. Zusätzlich gibt es eben einzelne Befragungen, die sich damit beschäftigt haben, wie viel wissen Jugendliche eigentlich über Ernährung. Und diese Befragungen haben eben auch gezeigt, dass es da zum Teil massive Wissenslücken gibt. Ziel war es eben, zum Empowerment beizutragen, um eben einer gesundheitsförderlichen Nahrungsauswahl, um die zu ermöglichen und dazu eben auch einerseits die Informationen zur Verfügung zu stellen, andererseits eben aber auch Anreize für die Jugendlichen zu setzen, wie zum Beispiel, wie die Leistung eben gesteigert werden kann und dabei der Körper noch gesund erhalten wird. Jetzt ist es so, dass man sich natürlich die Frage stellen könnte, warum beschäftigt sich die MedUni, die ja eigentlich damit befasst ist, Wissenschaft zu betreiben und Forschungsprojekte durchzuführen, mit einem Public Health Projekt, mit einem Projekt, das sich direkt an Jugendliche richtet und niederschwellige Informationen aufbereitet. Und dazu ist zu sagen, dass wir auch die Third Mission verfolgen. Das heißt, wir sind daran interessiert, diese wissenschaftlichen Forschungsergebnisse auch praxisnah an die Bevölkerung zu bringen und dadurch auch niederschwellige und ansprechende Unterlagen aufzubereiten. Im Hinblick auf das Thema Ernährungskompetenz ist zu sagen, dass sich das natürlich nicht nur aus Wissen und Verstehen zusammensetzt, sondern es geht auch massiv darum, praktische Kompetenzen zu vermitteln, also nicht nur was soll man zu sich nehmen, welche Nährstoffe braucht der Organismus, sondern auch, wie integriere ich das in den Alltag, beziehungsweise im Konkreten dann auch für die Jugendlichen, wie kann man sowas zubereiten? Zusätzlich kommt eben noch die Motivation, diese Empfehlungen umzusetzen dazu und natürlich auch die Möglichkeit der Umsetzung, die dann ineinandergreifen, diese vier Komponenten und das Bild der Ernährungskompetenz ergeben.
Wenn man sich anschaut, das Thema der Ernährungskompetenz jetzt auf das Praktische hin bezogen, setzt sich eben zusammen aus dem Planen und Managen, also dem sich vorbereiten, auf was so an Nahrung zugeführt wird. Und da setzen unsere Unterlagen eben auch an. Sie bieten eine Information zur Speiseplangestaltung und sollen eben auch daraufhin abzielen, eine einfache Lebensmittelauswahl treffen zu können. Und natürlich auch der Bereich des Wohlbefindens und der Selbstwahrnehmung soll damit forciert werden. Zum Projekt an sich war es eben so, dass wir in Kooperation mit dem Gesundheitsfonds Steiermark und der Österreichischen Gesellschaft für Sporternährung sowie der FH Joanneum diese Unterlagen erstellt haben. Unser Projektteam hat sich zusammengesetzt aus drei Ernährungswissenschaftlerinnen, einer Gesundheitswissenschaftlerin und einer Diätologin. Und wir haben eben gemeinsam eine Informationsbroschüre erarbeitet, ein Tischset, auf dem eben das für Kantinen gedacht ist, wo die Auswahl des Mittagessens beispielsweise oder einer Hauptmahlzeit eben erleichtert werden soll, und 10 ansprechende Infokarten, wo die Informationen nochmal sehr prägnant zusammengefasst worden sind. Die Vernetzung mit dem Projekt Seimalt Mirsig war uns dabei auch sehr wichtig. Wir haben da immer QR-Codes auch zu Rezepten und dieser Datenbank, die da beim Mirsig-Projekt hinterlegt ist, auf den jeweiligen Infomaterialien hinaufgetan auch sozusagen. Die Zielgruppe unseres Projekts waren eben Jugendliche im Alter von 14 bis 19 Jahren, die eben mindestens 5 Stunden Sport pro Woche betreiben. Und unsere erste Recherche hat dazu eben ergeben, dass in Schulen beziehungsweise auch bei Sportvereinen und dergleichen, dass eine Personengruppe von um die 20.000 Jugendlichen in der Steiermark betrifft. Der Ablauf, insgesamt haben wir ungefähr ein Jahr an diesen Unterlagen gearbeitet. Das hat sich eben von einem ersten Themenscreening bis dann zum Festlegen auf der Themen, die in diesen Unterlagen dann auch vorkommen werden. Damit hat es eben begonnen. Wir sind dann tief in die Literatur gegangen und haben ein wissenschaftliches Literaturupdate gemacht, haben die Unterlagen dann eben aufbereitet, und ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Erstellung der Unterlagen war eben auch das Durchführen einer Fokusgruppe. An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal herzlich bei den Schülerinnen des NLZ Steiermark bedanken, die sich dafür zur Verfügung gestellt haben und mit uns gemeinsam die Unterlagen gescreent haben und ihre Inputs eben auch gegeben haben, die wir inhaltlich dann auch hineingearbeitet haben. Mittlerweile ist es so, dass die Unterlagen fertig zusammengestellt worden sind und bereits als PDF zum Download auf der Homepage des Gesundheitsfonds Steiermark verfügbar sind. Die können dann aber auch, dazu werde ich dann am Ende des Vortrags noch kommen, bestellt werden in einer Printversion. Wir haben eben die Broschüre, die insgesamt 32 Seiten umfasst und tiefergehende Informationen in einer jugendgerechten Sprache zusammenfasst. Wir haben das Tischset, das eben exemplarisch abbildet, wie sollte sich so ein Hauptmahlzeitenteller zusammensetzen, und eben bei einem leichten Trainingstag bzw. einem trainingsfreien Tag und dann eben auch bei intensiven Trainings. Die Unterlagen beziehen sich jetzt eben genau auf diese beiden Belastungsintensitäten, leichtes Training und intensivere Trainings. Es bezieht sich aber nicht auf die Wettkampfvorbereitung oder sehr harte Trainingstage. Und zusätzlich haben wir dann eben noch diese 10 Infobroschüren. Inhaltlich haben wir folgende Punkte aufgegriffen. Wir gehen kurz auf die Basisernährung ein und was der Unterschied der Basisernährung zur Sporternährung, was das ausmacht. Wir haben einen ganz wichtigen Fokus auf die Energie, über die ich mich jetzt dann noch näher unterhalten werde, gerichtet. Wir haben eben die Mahlzeiten und die Zusammensetzung bzw. die Verteilung im Tagesverlauf fokussiert, die dann eben zusätzlich noch mit diesen Tischsets aufgegriffen werden. Und wir haben eben einzelne Themen wie das Mealtiming, wie die Regeneration, die Flüssigkeitsversorgung, das Thema
Gemüse und Obst, aber auch das Thema Vollkornprodukte, Eiweiß, Fette in der Sporternährung und das Thema Nahrungsergänzungsmittel eben in Form dieser Postkarten noch einmal als Teaser quasi prägnant zusammengefasst. So viel zum inhaltlichen Aufbau. Jetzt möchte ich Ihnen kurz das erste Outcome dazu vorstellen, nämlich was sind so die Eckpunkte der Sporternährung, wovon unterscheidet sich die Basisernährung und das Thema Sporternährung. Die Ernährungspyramide bildet im Endeffekt unsere im Moment aktuell geltenden Ernährungsempfehlungen ab. Hier haben wir die steirische Ernährungspyramide, die vom Gesundheitsfonds Steiermark und der Landwirtschaftskammer Steiermark in Kooperation erstellt worden sind und sich an den Empfehlungen der österreichischen Ernährungsempfehlungen orientiert, aber eben spezifisch regionale Produkte noch mit aufgegriffen hat. Vielen von Ihnen wird es vielleicht schon bekannt sein. Ich möchte die Basisernährung als Grundlage, als Eckpunkte nur noch einmal kurz durchgehen, bevor wir dann auf das Spezifikum der Sporternährung noch einmal genauer zu sprechen kommen. Das heißt, unsere Basis bildet die Flüssigkeitszufuhr, die tägliche Zufuhr von mindestens 1,5 Litern ungesüßte Getränke, vorzugsweise Wasser oder Mineralwässer, ungesüßter Kräuter- oder Früchtetee und stark verdünnte Obst- und Gemüsesäfte. Wir haben dann die 5 Portionen Obst und Gemüse am Tag, wobei eben 2 Portionen aus Obst bestehen sollten und 3 Portionen aus Gemüse. Da zeigen eben die Daten von den Gesundheitsberichten und vom österreichischen Ernährungsbericht, dass da massiver Aufholbedarf besteht und dass die Österreicherinnen und Österreicher, aber auch Steirerinnen und Steirer deutlich zu wenig pflanzliche Produkte zu sich nehmen. Das heißt, der Fokus vermehrt auf die Zufuhr von pflanzlichen Produkten wäre zu lenken. Und dann haben wir die Kohlenhydratlieferanten, vor allem die hochwertigen Getreideprodukte in Form von Vollkornprodukten, aber eben auch, wie hier abgebildet, regionale Produkte wie der Sterz oder auch eben Kartoffeln, die wesentlich für die Energieversorgung sind. Kohlenhydrate sind eben von der Energieeffizienz her die empfehlenswertesten Energielieferanten. Was in den Ernährungspyramiden ohnehin schon berücksichtigt wird, ist eine zusätzliche Portion an Getreideprodukten für sportlich aktive Kinder und Jugendliche, um diesen erhöhten Energiebedarf über Kohlenhydrate abdecken zu können. Und dann kommen eben noch Milch und Milchprodukte dazu, nämlich 3 Portionen pro Tag, vorzugsweise 2 Portionen aus sogenannten weißen Milchprodukten wie Joghurt, Buttermilch und Milch und 1 Portion eben aus Käse, hängt eben auch damit zusammen, dass dann die Kalziumversorgung ausreichend abgedeckt wird, aber eben auch zum Proteinbedarf trägt es bei. Und dann haben wir die hochwertigen Fette, Öle, Nüsse und Samen, wobei eben vorzugsweise pflanzliche Öle und Samen klarerweise verwendet werden sollen, weil die eben hochwertige Fettqualitäten in Form von Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren liefern. Wöchentlich haben wir dann eben die Eier, Fleisch und Fleischprodukte sowie 1 bis 2 Mal pro Woche Fisch, sparsam eben die gesättigten tierischen Fette und Süßigkeiten. Also so viel zur Basisernährung. Was ändert sich jetzt bei sportlich sehr aktiven Personen und Jugendlichen? Das gilt jetzt ab 5 Stunden Sport pro Woche und ist jetzt ein grober Durchschnitt. Natürlich ändert sich das dann nach dem individuellen Belastungsprofil und nach den auch Umgebungsbedingungen, wie zum Beispiel Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und dergleichen, weil dadurch ja auch die Schweißproduktion anders ist, runtergebrochen auf einen Durchschnitt, wäre es aber pro Stunde eben 1,5 bis 3 Liter eines Sportgetränkes zusätzlich, um eben den Flüssigkeits- und Mineralienverlust auszugleichen. So ein Sportgetränk ist jetzt dadurch gekennzeichnet, dass pro 0,5 Liter Flüssigkeit eine Prise Salz dazu gegeben wird, um eben den Natriumverlust auszugleichen und eben auch Kohlenhydrate vorkommen. In den Empfehlungen nehmen wir da eben auch Rücksicht auf natürliche Zufuhr von Kohlenhydraten in Form von eben Gemüse oder Obst
Säften. Dann haben wir pro Stunde eine zusätzliche Portion Kohlenhydrate, um eben den zusätzlichen Energiebedarf abzudecken, und eine halbe Portion von diesen Fettlieferanten, von den hochwertigen Samen, Nüssen und Ölen, um eben den Energiebedarf adäquat auszugleichen. Warum ist es jetzt so wichtig, warum fokussieren wir uns so stark auf die Energiezufuhr? Ich habe Ihnen da jetzt die Infokarte zu richtig durchstarten mit genügend Energie abgebildet, wo die Jugendlichen eben dazu angehalten werden, ausreichend auf die Energiezufuhr zu achten. Der Hintergrund ist eben das relative Energiedefizitsyndrom im Sport, auf das ich jetzt gleich genauer eingehen werde. Und die Infokarte und auch ist bewusst ein bisschen zum Teil auch provokant, kann zum Teil auch provokant empfunden werden, beziehungsweise ein Tabuthema auch ansprechen. Durch einen Energiemangel wird nämlich der Hormonhaushalt massiv beeinträchtigt. Das heißt, bei Mädchen kann es zu Störungen der Monatsblutung kommen, beziehungsweise bei Burschen zu einem Libido- und Potenzverlust. Und das sind nämlich natürlich Warnsignale, die dann auch in weiterer Folge metabolisch zu einem Knochenschwund, zu Osteoporose führen können. Und diesen Zusammenhang möchte ich jetzt eben genauer erklären. Wodurch ist ein Energiedefizit im Sport gekennzeichnet? Wenn wir uns da diese Abbildung anschauen, ist es so, dass grundsätzlich die Energieaufnahme und der Energieverbrauch sich die Waage halten sollen. Hier unten haben wir den Energiebedarf mit dieser grün strichierten Linie abgebildet, wie viel Energie ohne zusätzliches Training, ohne diese Mehrbelastung durch den Sport aufgenommen werden sollte, in Blau dann der zusätzliche Energiebedarf durch das Training. Und wenn man jetzt eben beide dieser Felder ausfüllt, genügend Energie aufnimmt, hält sich Energieaufnahme und Energieverbrauch die Waage, das wäre eben wünschenswert. Klarerweise, wenn zu viel Energie aufgenommen wird, ist das ungünstig, es kommt zu einer Gewichtszunahme, zu einer Körperfettansammlung, weil eben überschüssige Nahrungsenergie verbraucht wird, gespeichert wird. Umgekehrt, und da sind wir jetzt beim Energiedefizit, ist es so, wenn jetzt dieser zusätzliche Bedarf an Trainingsenergie nicht aufgenommen wird, kommt es eben zu einem Energiemangel. Umgekehrt, wenn das Training so exzessiv ausfällt und zu so einer großen Mehrbelastung führt, dass zwar mehr Energie aufgenommen wird, aber trotzdem dieser zusätzliche Mehrbedarf nicht gedeckt wird, kommt es dann eben auch zu einem Energiedefizit, und davon sind ganz viele Sportlerinnen und Sportler auch betroffen. Die Folgen dieses Energiedefizits sind jetzt nicht nur die Verringerung des Körpergewichts oder die Änderung der Körperzusammensetzung mit einer Reduktion der Körperfettmasse, aber auch der Muskelmasse, sondern eben, wie angesprochen, die hormonellen Änderungen und damit einhergehend Entwicklungsverzögerungen und Entwicklungsstörungen, aber eben auch als langfristige Folge die Knochenmineralisierungsstörungen. Und natürlich kommt es dann auch zu Leistungseinbußen, nämlich physisch, psychischer und kognitiver Art. Ich habe in der Diskussion mit verschiedenen Personen auch schon öfter gehört, na, vielleicht stört das die Mädchen ja gar nicht, wenn ihre Monatsblutung ausbleibt. Dass das aber eben nicht nur mit einem persönlichen Empfinden, sondern mit langfristigen gesundheitlichen Folgen im Zusammenhang steht, darauf möchte ich jetzt eben noch genauer hinweisen. Und zwar habe ich Ihnen da die Pathophysiologie des Energiedefizits mitgebracht. Ich werde das jetzt nicht im Detail erörtern. Ich möchte nur auf die wesentlichen Mechanismen, die hinter dem Energiedefizit stehen, eingehen. Und zwar haben wir da Beeinträchtigungen auf primär drei Ebenen, die eben über den Hypothalamus auch gesteuert werden. Nämlich einerseits auf der Hypothalamus-Hypophysen-Schilddrüsenachse. Das heißt, hier bei einem Energiedefizit kommt es eben zu einer niedrigeren Verfügbarkeit von Glucose im Blut, also vom Blutzucker, zu einer schlechteren Schlafqualität und zu einer Erhöhung von anderen Stressoren. Und dadurch kommt es dann im Hypothalamus zu einer Regulation von verschiedenen Botenstoffen, die sich dann in der Hypophyse auf die Schilddrüse auswirken. Und zwar mit einer Verringerung
der Schilddrüsenhormone, T3 und T4. Damit einhergehend kommt es auch zu einer Erniedrigung des Grundumsatzes, das heißt, dass in Ruhe weniger Energie verbraucht wird. Und die Schilddrüsenhormone haben schlussendlich auch Auswirkungen auf den Knochenstoffwechsel. Der zweite Mechanismus wäre auf Ebene der Hypothalamus-Hypophysen-Nebenhirnrindenachse. Dabei kommt es eben zu einer vermehrten Ausschüttung von Cortisol, dem Stresshormon, das sich wiederum auf die Immunantwort auswirkt, also auf eine verminderte Leistungsfähigkeit des Immunsystems. Und die dritte Achse sozusagen wäre eben die Hypothalamus-Hypophysen-Gonadenachse, wo es eben über die Modulation von bestimmten Hormonen dazu kommt, dass in den Gonaden weniger der Steroidhormone gebildet werden, nämlich Testosteron und in weiterer Folge dann Östrogen, und die wirken sich dann auch wiederum auf den Knochenstoffwechsel aus. Also insgesamt betrachtet führt dieses Energiedefizit jetzt nicht nur zu einer Veränderung der Körperzusammensetzung, sondern eben auch über Steuermechanismen im Organismus zu einer ungünstigen hormonellen Lage, die sich dann eben langfristig auf den Knochenstoffwechsel auswirken kann. Es gibt auch einen direkten Zusammenhang der Produktion von Östrogen mit dem Energiestoffwechsel. Wenn wir uns da kurz anschauen, die energieliefernden Nahrungsbestandteile aus Fetten, Kohlenhydraten und Proteinen werden in das sogenannte Acetyl-CoEnzym A umgewandelt, dass der dass die Ausgangssubstanz für den Zitratzyklus und die Atmungs-, in weiterer Folge die Atmungskette und der Produktion des energieliefernden Adenosintriphosphats, des ATPs, liefert. Acetyl-CoEnzym A ist aber eben auch die Ausgangssubstanz der endogenen Cholesterinsynthese. Das heißt, aus den energieliefernden Nahrungsbestandteilen wird auch Cholesterin gebildet, und das Cholesterin wiederum ist Ausgangssubstanz für die Steroidhormone, für die Sexualhormone, die dann vermindert eben auch verfügbar sind, auch eben über diesen Mechanismus. Vor allem im Jugendalter ist das jetzt eben auch für die geschlechtliche Entwicklung von Relevanz, aber eben auch im Hinblick auf die Knochenentwicklung ist es so, dass wir ein bestimmtes Zeitfenster haben, in dem sich die sogenannte Peak Bone Mass ausbildet. Das ist die maximale Knochendichte. Die wird in etwa bis um das 30. Lebensjahr herum erreicht. Und wenn wir da jetzt genau in diesem kritischen Zeitfenster, in dem die Knochendichte aufgebaut werden kann, systemische Behinderungen daran haben, beziehungsweise sogar gegen regulatorische Mechanismen, dass Knochenmasse mobilisiert wird, ist das natürlich langfristig ungünstig, und es kann eben Knochenschwund entstehen. Insgesamt betrachtet ist es so, dass sich das Energiedefizit dann eben kumulativ ungünstig auf verschiedene Faktoren im Organismus auswirkt. Eben den Knochenturnover habe ich jetzt, glaube ich, ausreichend beschrieben. Wir haben aber eben auch die endokrinen Funktionen mit dem Hochregulieren des Cortisols, das ich vorhin angesprochen habe. Wir haben die die Reproduktionsmechanismen, eben die Fertilität, die beeinträchtigt wird, die Änderungen der Körperzusammensetzung. Das geht nicht nur mit einem Abfall der Fettmasse einher, sondern kann eben auch die Muskelmasse betreffen. Äußern tut sich durch bei den Mädchen durch eine Veränderung im Menstruationszyklus, bei den Burschen, wie gesagt, weniger auffällig, eher subtil durch die Änderungen der Libido und der Potenz. Und eben insgesamt betrachtet kann es dann aber auch zu ungünstigen Fetteinlagerungen kommen, da Cortisol eben auch daran beteiligt ist, abdominelles Körperfett, also das Fett, das um die Organe angelagert wird, vermehrt anzusammeln. Lange Zeit ist dieses Problem im Sport als rein weiblich eben beschrieben worden. Man hat es dann auch als die sogenannte weibliche athletische Triade bezeichnet.
Davon ist man jetzt eben mittlerweile ein Stück weit weggegangen, weil man mittlerweile weiß, dass es eben auch Männer bzw. Burschen betrifft. Und man kann sich das eben auch wie ein Kontinuum vorstellen, dass eine reduzierte Energieverfügbarkeit eben in einem Kontinuum hin auf manifeste eben metabolische, klinische Störungen hinläuft. Das Energiedefizit ist auch mit Essstörungen bei Athletinnen verbunden. Die Prävalenz von Essstörungen bei Athletinnen und Athleten ist ein nicht zu außer Acht zu lassender Faktor. Es gibt da unterschiedliche Daten dazu, die leider schon relativ alt sind. Ich habe jetzt keine neueren gefunden, beziehungsweise neuere Arbeiten beziehen sich dann meistens eben auf diese älteren Erhebungen. Das sind jetzt Daten aus der USA, die aber herausgefunden haben, dass sich um die 62% der weiblichen Athletinnen und 33% der männlichen Athletinnen mit dem Thema Essstörungen, also davon betroffen sind. Und eben vor allem mit Essstörungen, Anorexia und Bulimia nervosa stehen da im Vordergrund. Ein paar neuere Daten zeigen eben auch auf, dass vor allem diese erniedrigte Energieverfügbarkeit in Form des relativen Energiedefizitsyndroms häufig ist, wie zum Beispiel hier, dass 45% der weiblichen Freizeitsportlerinnen von Symptomen dieses erniedrigten, also dieses Energiedefizits, dass die davon berichten, 47% der von männlichen nicht Elite-Ausdauerläufern waren davon betroffen in einer anderen Erhebung, beziehungsweise hier 28% von Radfahrern oder 32% von Paraathletinnen, eben immer unterschiedlich davon, von welcher Befragung, welche Befragung das eben war. Das heißt, wir haben da eine durchaus hohe Prävalenz. Wobei davon auszugehen ist, dass es auch eine große Dunkelziffer eben gibt. Das heißt, es ist ein sehr wichtiges Thema auch. Bezüglich der Essstörungen gibt es einige Essstörungen, die eben prädominant bei Athletinnen, bei Sportlerinnen und Sportlern vorkommen. Anorexia nervosa und Bulimia nervosa habe ich bereits angesprochen. Die Anorexia athletica wäre eben dieses Syndrom, das ich vorhin kurz angesprochen habe, das aber eben auch jetzt als Subform von Anorexia nervosa verstanden werden kann. Ein paar weniger bekannte Essstörungen wären zum Beispiel auch Julian Spitting, das durchaus vorkommen kann. Dabei handelt es sich eben um eine Störung, wo die betroffenen Personen das Essen nur kauen, nicht aber ausspucken, nicht aber schlucken, sondern wieder ausspucken. Die Muscle Dysmorphic Disorder, wo es eben darum geht, dass das Essverhalten auf ein überproportionales Muskelwachstum ausgerichtet ist und die Personen dann häufig eben große Mengen an Protein zu sich nehmen, um das Muskelwachstum zu fördern. Das ist insofern problematisch, als dass Übermengen an Protein für die Niere ungünstig sein können und dadurch eben auch physiologische Beeinträchtigungen stattfinden können. Und als letztes Beispiel für eine weniger bekannte Essstörung, die aber auch jetzt vor allem bei jungen Leuten häufig auch jetzt im Kommen ist, ist die Orthorexia nervosa, wo es eben eine krankhaft gesunde Auswahl an Nahrungsmitteln geht. Also wo wirklich die Nahrungsauswahl zwanghaft gesund sein muss, wobei gesund aber nicht objektiv nachvollziehbar ist, sondern von den Personen selbst eben auferlegte Kriterien sind, was denn gesund sei oder nicht. Ich denke, dass die beiden häufigsten dieser Essstörungen durchwegs bekannt sind. Ich möchte es der Vollständigkeit halber die diagnostischen Eckkriterien noch kurz aufgreifen. Bei der Anorexia nervosa wäre eben ein stark erniedrigtes Körpergewicht mit einem Body-Mass-Index von unter 17,5 Kilogramm pro Quadratmeter ein diagnostisches Kriterium, das heißt ein verhältnismäßig niedriges Körpergewicht einhergehend mit einer Körperschemastörung, das heißt die betroffenen Personen nehmen sich anders wahr, als objektiv eben der Fall ist und eben die endokrinen Störungen, die wie vorhin angesprochen mit dem Energiedefizit einhergehen. Bei der Bulimia nervosa
kommt es eben zu Essanfällen mit Kontrollverlust. Das heißt, es werden übermäßig große Mengen an Nahrungsenergie in sehr kurzer Zeit aufgenommen und es erfolgen dann Gegenregulationsmaßnahmen. Das muss jetzt nicht zwangsläufig nur selbstinduziertes Erbrechen sein. Das könnte eben auch der Missbrauch von abführenden Substanzen oder entwässernden Substanzen sein, aber eben auch Gegenregulationsmaßnahmen durch exzessiven Sport. Als diagnostisches Kriterium ist es eben auch so, dass da häufiger, dass diese Essanfälle häufiger als zweimal pro Woche für über 3 Monate hinweg vorkommen, um eben von einer manifesten Bulimie nervosa zu sprechen. Welche Sportarten sind jetzt von diesen Essstörungen überwiegend auch betroffen oder können überwiegend davon betroffen sein? Das sind vor allem die ästhetischen Sportarten, wo eben das Erscheinungsbild im Fokus liegt, wie zum Beispiel eben in der Gymnastik, aber auch eben beim Tanz, bei Tanzsportarten und dergleichen oder eben Sportarten, wo es um eine starke Muskulosität geht. Aber auch Sportarten mit Gewichtsklassen, wo eben für einen Wettkampf auf eine bestimmte Gewichtsklasse hin abgezielt wird. Bei Ausdauersportarten kann das ein Thema sein, wo es um Geschwindigkeit geht, wo es eben von Vorteil ist, wenn die Athleten leicht sind sozusagen. Oder eben von diesen Gravitationssportarten, wo es auch von Vorteil ist, ein leichteres Körpergewicht zu haben. Und was eben auch auffällig ist, dass häufiger Individualsportarten betroffen sind als Gruppensportarten. Wie kommt es jetzt zur Ausbildung von diesen Essstörungen im Sport? Das ist natürlich multifaktoriell. Nur kurz zu den Eckpunkten wäre eben zu nennen, dass es einerseits einen sozialen Druck gibt, der auf die Athletinnen, auf die Sportlerinnen und Sportler ausgeübt wird, um eben dann gewisse Erwartungshaltungen zu erfüllen, aber eben auch der Leistungsdruck, der damit einhergeht, um besonders die Annahme, ein niedriges Körpergewicht zu haben, zu einer besseren Leistung führt, aber eben auch die psychosozialen Faktoren wie das Selbstbild und die Persönlichkeit der Sportlerinnen und Sportler und eben auch die Identität der Sportlerinnen und Sportler, die vielleicht durch Perfektionismus und Selbstkontrolle mit begünstigt werden. Das heißt, es kann auch so zusammengefasst werden, dass einerseits, dass diese Medaille zwei Seiten hat, nämlich einerseits, dass die Annahme durch die Regulation des Essverhaltens es zu einer physischen besseren Leistungsfähigkeit kommt, auf der anderen Seite eben auf Kosten der mentalen Gesundheit, aber auch, wie wir vorher gesehen haben, auf Kosten der metabolischen Gesundheit gehen kann. Dieses relative Energiedefizitsyndrom wirkt sich jetzt eben auf zwei Ebenen aus. Einerseits auf die Leistungsfähigkeit, wobei wir da nicht nur die Ausdauerleistungsfähigkeit oder auch die Muskelkraft damit ins Visier nehmen sollten, sondern eben auch das Verletzungsrisiko kann durch kognitive Beeinträchtigungen und Beeinträchtigungen der koordinativen Fähigkeiten gestört werden, beziehungsweise eben auch, wie schon angesprochen, die psychischen Faktoren. Auf der anderen Seite haben wir eben diese massiven gesundheitlichen Folgen, die eine Rolle spielen können. Und wie vorhin angesprochen, diese athletische Triade bildet davon nur einen ganz kleinen Teilbereich ab, nämlich die hat ursprünglich die Menstruation und Knochengesundheit ins Visier genommen. De facto ist es aber so, dass auch viele andere Systeme im menschlichen Organismus davon betroffen sind, wie eben das endokrine System, metabolische Mechanismen, aber eben auch generell das Wachstum und so weiter können beeinträchtigt sein. Es gibt ein paar markante Erscheinungsbilder, die jetzt da auch, weil natürlich der Menstruationszyklus und die Potenz was sehr Privates sind und das vielleicht auch oft geheim gehalten wird, weil die Jugendlichen nicht gerne darüber sprechen. Es gibt aber auch jetzt da für schwerwiegendere Ausbildungen ein paar sehr
prägnante Erscheinungsbilder, wie zum Beispiel die sogenannte Lanugo-Behaarung, die sich bei einem Energiedefizit, vor allem bei einer Verringerung der Körperfettmasse, ausbilden kann. Dabei handelt es sich um eine Art Pflaumenbehaarung, die eben vor allem im abdominellen Bereich vorkommt. Man kennt diese Lanugo-Behaarung zum Teil auch von Säuglingen. Die hat eigentlich die Funktion, dass sie die Körperkerntemperatur hochhalten soll. Das heißt, es ist ein Gegenregulationsmechanismus für die Aufrechterhaltung der Körpertemperatur als quasi Isolierschicht und soll die fehlende Körperfettmasse kompensieren. Wir haben aber auch das Erscheinungsbild einer Hyperkarotinämie. Das heißt, es kommt zu einer Gelbfärbung der Haut oder kann zu einer Gelbfärbung der Haut kommen. Das liegt daran, dass Carotinoide, das sind die gelben, orangen und roten Farbstoffe in Obst und Gemüse, in pflanzlichen Lebensmitteln, die sind fettlösliche Substanzen. Die werden eigentlich im Zusammenhang mit dem Lipidstoffwechsel metabolisiert und auch in den Adipozyten, in den Fettzellen gespeichert. Wenn es jetzt aber zu einer Erniedrigung der Körperfettmasse kommt, können diese ersatzweise in der Haut gespeichert werden und es kommt dann zu einer sehr markanten Gelbfärbung der Haut, vor allem an den Handinnenflächen. Oder eben auch die sogenannten Russell Signs wären eben Auffälligkeiten, wo es zu mechanischen Belastungen, vor allem der Gelenke kommt, beziehungsweise eben zu Schnittwunden durch die Zähne. Das ist meistens ein auffälliges Symptom, wenn jemand von selbstinduzierten Erbrechen betroffen ist. In der Wissenschaft gibt es eben verschiedene Strategien, auch wie man diesen Energiedefizit jetzt im Allgemeinen, das muss nicht immer zwangsläufig mit einer Essstörung einhergehen, das kann eben auch durch diese enormen Trainingsbelastungen zustande kommen. Da gibt es eben gezielte Strategien, wie man denen auch entgegentritt, nämlich dass man die bedarfsdeckende Ernährung wirklich auch im Timing dann auch mit berücksichtigt, eben regelmäßige Routineuntersuchungen in den Trainingsplan mit einzieht und eben auch auf die Körperzusammensetzung achtet, beziehungsweise eben auch Bildungsstrategien für sowohl die Sportlerinnen und Sportler, aber auch die Trainerinnen und Trainer mitdenken. So. Ich möchte jetzt kurz darauf eingehen, wie sich jetzt so ein Athletinnen-Teller zusammensetzen sollte. Wir haben, das ist jetzt, was Sie hier sehen, eben das Tischset, das wir für die Kantinen entwickelt haben und den Jugendlichen dabei helfen soll, quasi in einer Kantine die Speisen gut auszuwählen. Und an trainingsfreien Tagen, beziehungsweise an Tagen mit leichtem Training, wo eben nicht so ein hoher Energieumsatz stattfindet, ist es eben so, dass ich die Empfehlungen sehr stark an den normalen Kostformen orientieren, dass eben circa die Hälfte des Tellers mit pflanzlichen Produkten wie Obst und Gemüse oder Salat gefüllt sein sollte, ein Viertel aus Eiweißquellen wie eben Fisch, Fleisch, Hülsenfrüchte, Käse oder Milchprodukte stammen sollte und ein weiteres Viertel eben aus Kohlenhydraten und zusätzlich eben eine Portion dieser hochwertigen Fette und natürlich eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Bei intensiveren Trainingstagen, wenn eben mindestens zwei beziehungsweise mehr als zwei Trainings pro Tag stattfinden, ist es so, dass sich da die Zusammensetzung zugunsten der Kohlenhydrate ändert. Das heißt, wenn Sie sich an die Pyramide, die ich eingangs gezeigt habe, erinnern, ist es so, dass wir eine zusätzliche Kohlenhydratportion pro Stunde Training aufnehmen, dadurch sich ja eben auch die Zusammensetzung auf diesem Teller ändert und zusätzlich dann eben auch noch auf das Fett geachtet werden sollte. Unten haben wir dann eben Beispiele für empfehlenswerte Komponenten, wie man sich das da eben oben modular dann zusammensetzen kann. In der Broschüre wird dann auch noch sehr ausführlich über das Mealtiming gesprochen. Wir gehen eben davon aus, dass circa 2 bis 3 Stunden vor einem intensiven Training eine Hauptmahlzeit eingenommen werden sollte, um einerseits genügend Energie für das Training zur Verfügung zu haben und andererseits das Essen eben nicht schwer im Magen liegt und damit die Leistungsfähigkeit beeinträchtigt. Ab einer Stunde vor dem Training sollten eben nur mehr leicht verdauliche Snacks und kleinere Mahlzeiten eingenommen werden.
und maximal 15 Minuten vorher nur mehr eben sehr leicht verdauliche Snacks, wie beispielsweise eben einen Fruchtsaft oder eine Buttermilch oder dergleichen. Nach dem Training, da sind wir jetzt bei dem Bereich der Regeneration, ist es wichtig, dann die Reserven gleich wieder mit Kohlenhydraten und Proteinen in Kombination aufzufüllen und natürlich einen ausreichenden, die ausreichende Flüssigkeits- und Mineralienzufuhr und die Verluste durch das Schwitzen eben auszugleichen. Und dann 1 bis 2 Stunden nach dem Training sollte dann eben wieder Zeit für eine Hauptmahlzeit sein. Und wir haben dann eben das beispielhaft in einen Timetable gefasst, je nachdem, wann eben das Training stattfindet. Wenn das Training beispielsweise schon sehr früh stattfindet, sollte aber trotzdem davor, also zum Beispiel um 8 Uhr, sollte bis um 7 Uhr trotzdem ein leichtes Frühstück gegessen werden und nicht nüchtern ins Training gegangen werden, um eben von vornherein eben diesem Energiemangel auch entgegenzuwirken. Und dann haben wir dann eben auch als Beispiel für das Training findet zum Mittag statt, wann als Orientierung eben die einzelnen Mahlzeiten aufgenommen werden. In der Broschüre bzw. bei dem Projekt Simult Music gibt es dann auch Rezepte bzw. Speisevorschläge, was empfehlenswerte Gerichte dafür auch sein könnten. Ein Thema, das für Jugendliche auch von Bedeutung sein könnte, wäre eben Alkohol und Sport. Und dazu gibt es eben sehr viele Alltagsweisheiten, wie zum Beispiel Bier hilft bei der Regeneration, aber eben auch die soziokulturellen Aspekte von Alkohol und Sport sind nicht außer Acht zu lassen. Man sieht eben, dass vor allem auch im Sportbereich zum Teil größere Mengen an Alkohol beim Feiern bzw. nach den Trainings getrunken werden als in anderen Bereichen. Die Effekte des Alkohols sind jetzt sehr vielfältig auf die Leistungsfähigkeit. Nämlich einerseits gibt es Effekte auf die Energiebereitstellung, da Alkohol natürlich in Abhängigkeit, wann der Alkohol konsumiert wird, vor oder nach dem Training, dann sich natürlich daraufhin auswirkt, welche Energie dem Organismus zur Verfügung steht. Er wirkt sich aber eben auch auf das Körpergewicht und die Körperzusammensetzung aus, weil Alkohol sehr viel Energie liefert und eben auch die Verwertung von Körperreserven blockiert. Es gibt aber eben auch Effekte auf das kardiovaskuläre System und auf die Regeneration. Wenn wir uns anschauen, die einzelnen Bereiche des Alkohols, also der sportlichen Belastung, ist es so, dass, ich werde das jetzt nicht im Detail erörtern, nur als Überblick, die Muskeln werden beansprucht, da würde sich der Alkohol eben auf die Muskelkraft auswirken, indem eben auch physiologische Mechanismen in Gang treten, die die Muskelkraft behindern bzw. auch zu Muskelschädigungen führen können. Aber auch eben der Kohlenhydratstoffwechsel, da eine Gluconeogenese, also die Bildung von endogenen Kohlenhydraten aus Körperreserven behindert wird. Auch die Verminderung von Kohlenhydratspeichern ist ein Thema und dergleichen. Bezüglich des kardiovaskulären Systems ist es eben so, dass es zu einer Gefäßausdehnung kommt und dadurch auch die Thermoregulation beeinträchtigt wird, und es zu einem Absinken der Körperkerntemperatur kommen kann, beziehungsweise dann auch die Schlagkraft und die Schlagfrequenz des Herzens beeinflusst werden kann. Das sind jetzt eben vorwiegend Effekte, die zu tragen kommen, wenn der Alkohol vor der sportlichen Belastung konsumiert wird. Und es gibt dafür auch einige Studien, die sich das genauer angeschaut haben, wie sich dann Alkoholkonsum vor der sportlichen Belastung auf die Leistungsfähigkeit auswirkt und insgesamt betrachtet, hier haben wir eben die Effekte getestet gehabt an Radfahren, sieht man, dass im Allgemeinen die Leistungsfähigkeit abnimmt. Bei Einzelnen hat sie graduell etwas zugenommen, das rechtfertigt jetzt aber keine leistungssteigernde Wirkung. Beziehungsweise hier bei einer zweiten Untersuchung, wo man eben sieht, dass vor allem bei längeren Belastungen dann dieser Effekt deutlicher zu tragen wird und da hier in schwarz abgebildet eben die Versuchspersonen mit Alkoholkonsum. Das heißt, im Endeffekt zeigt sich eben das einheitliche Bild, dass Alkohol die Ausdauerleistung negativ beeinflusst.
Zum Thema Bier als Regenerationsgetränk gibt es auch interessante Untersuchungen, die sich auf die Flüssigkeitsbalance, die untersucht haben. Und hier sehen wir eben den Zeitpunkt nach dem Training, wo es zu einer Rehydration kommt. Das heißt, es wird getrunken, der Flüssigkeitsverlust wird ausgeglichen. Und hier auf der Y-Achse haben wir die Urinmenge aufgetragen. Und da sehen wir, dass das Bier mit dem höchsten Alkoholgehalt, nämlich mit 5%, zum höchsten Flüssigkeitsverlust nach der Flüssigkeitsaufnahme geführt hat im Vergleich zum Sportgetränk, das den quasi höchsten Hydrierungseffekt hatte. Und umgekehrt dann eben auch auf die Flüssigkeitsbalance zeigt sich dann eben auch im Zeitverlauf, dass das Bier mit dem höchsten Alkoholgehalt den negativsten Effekt im Vergleich zum Sportgetränk auf die Rehydrierung hatte. Alkohol wirkt sich jetzt eben, wenn man die sportliche Leistungsfähigkeit betrachtet, auf unterschiedliche Teilbereiche aus, psychisch, koordinativ, kognitiv und eben auch auf die Kondition und ist daher eben generell nicht zu empfehlen. Vor allem für die Jugendlichen von Relevanz sind die soziokulturellen Einflüsse, wo es eben um auch die Gruppenidentität und das Beer-Drinking und dergleichen dann auch im Team und in den Sportvereinen dann geht. Die Schweizer Gesellschaft für Sporternährung fasst in ihrem Positionspapier das Thema Alkohol im Sport eben so zusammen, dass es ganz klar besser ist, keinen Alkohol im Sport zu konsumieren und man aber ihn jetzt nicht generell verbieten sollte, sondern durchaus Ausnahmen und Erfolge damit feiern sollte. Das heißt, zusammengefasst ist es jetzt so in Bezug auf die Sporternährung und der Energieverfügbarkeit, so dass wir vor allem eben auch den Fokus daraufhin gelenkt haben und dafür sensibilisieren möchten, dass eine ausreichende Energieversorgung notwendig ist, um eben den Athleten nicht nur leistungsfähig, sondern auch gesund zu halten und vor allem eben auch das Zeitfenster der Pubertät und Adoleszenz kritisch sind für eben die Entwicklung. Frau Dr. Lackner, darf ich ganz kurz unterbrechen, weil wir nämlich schon sehr weit fortgeschritten sind in der Zeit. Ja, Es ich sind bin nämlich, schon bei der vorletzten Folie. ja, wir hätten nämlich schon auch zwei Fragen im Chat. Dann machen wir vielleicht noch Ja. ganz geschwind Ihren Abschluss und dann gehen wir zu den Ja. Fragen im Chat. Ja. Ich wollte nur noch darauf hinweisen, dass Sie die Unterlagen, die wir hier erstellt haben, also die Broschüre, das Tischset und diese Postkarten, kostenfrei als Printversion beim Gesundheitsfonds bestellen können. Und zwar freut sich die Kollegin Lisa Bauer, die eben auch im Projekt involviert war, über ein E-Mail von Ihnen, wenn Sie ihr den Namen, Organisation und eine Versandadresse angeben, beziehungsweise auch welche Unterlagen Sie bestellen möchten und wie viele Stück, sendet sie Ihnen diese gerne zu. Das ist eben lisa.bauer@gfsdmk.at. Und genau, Sie können die Unterlagen auch downloaden auf der Homepage des Gesundheitsfonds. Das finden Sie eben auf der Gesundheitsfonds-Homepage unter dem Reiter Gesund bleiben, gesunde Ernährung. Gesunde Ernährung für Jugendliche und da kann man das jetzt schon downloaden. Und schlussendlich wollte ich noch in eigener Sache auf eine Studie von uns hinweisen. Das wäre eben wo wir die Wirkung von einem Eisenpräparat in einer Intervention testen, allerdings bei Erwachsenen. Und falls da jemand dabei ist, der mindestens 7 Stunden Sport pro Woche treibt und denkt, einen niedrigen Eisenspiegel zu haben, freue ich mich über ein E-Mail und das besprechen wir dann alles weitere. So, damit bin ich am Ende und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ja, liebe Frau Dr. Lackner, vielen herzlichen Dank für die wirklich sehr, sehr interessanten und spannenden Einblicke in die Sporternährung, weil wir auch sehr viel von der steirischen Ernährungspyramide gehört haben. Vielleicht auch noch der Hinweis auf genau der Website, die Frau Dr. Lackner eben genannt hat, finden Sie auch alle Details rund um die steirische Ernährungspyramide, wo man auch noch mal nachschauen kann. Aber ich bin sicher, vielen von Ihnen ist es eh schon bekannt. Es sind, wie gesagt, während dem Vortrag schon zwei Fragen im Chat aufgetaucht und deswegen möchte ich auch gleich zur Anna wechseln. Liebe Anna, was ist im Chat denn so vorgekommen für Fragen?
Ja, im Chat hat sich einiges getan während Ihrem Vortrag. Und zwar, ich werde gleich die erste Frage vorlesen. Die bezieht sich auf den Heißhunger. Und zwar fragt der Nicole, ob man vermehrt Heißhunger hat auf Süßes, wenn man seinen Energiebedarf nicht ausreichend deckt. Also für die Regulation vom Heißhunger gibt es eben wieder viele verschiedene Mechanismen, aber ein sehr plakativer ist eben die Regulation des Blutzuckers. Und wenn der Blutzucker stark abfällt, werden eben Signale ans Gehirn gesendet, dass der Blutzucker wieder steigen soll. Das heißt, ja, wenn Sie vor zum Beispiel dem Training zu wenig Energie auch primär in Form von Kohlenhydraten aufnehmen, provoziert das natürlich auch vermehrt Heißhunger. Man weiß aber eben auch, dass durch den erhöhten Energieumsatz es generell regulatorische Mechanismen gibt, dass generell auch das Hungerempfinden steigt, um diesen erhöhten Energieumsatz auszugleichen. Ich hoffe, die Antwort war ausreichend. Die zweite Frage bezieht sich auf die vegetarische, vegane Ernährung. Gibt es da irgendwas Spezielles zu beachten in Bezug auf die Sporternährung oder ist es das Gleiche? Also wir haben in der Broschüre auch ein Kapitel zum Thema vegetarische Ernährung drinnen. Natürlich ist es so, wenn man eine bestimmte Lebensmittelgruppe weglässt, muss man umso bewusster und gezielter dann die anderen Nahrungsmittel auswählen. Kritische Nährstoffe, also ich sage jetzt, vegetarische Ernährung ist grundsätzlich nicht so ein großes Thema. Bei veganer Ernährung wird es schon ein bisschen heikler und da ist ein sehr gutes Ernährungswissen wirklich notwendig, um keine Mangelernährung dann auch zu provozieren. Das bezieht sich eben vor allem eben auch auf Proteine, weil wir eben die Bioverfügbarkeit von pflanzlichen Proteinen nur in sehr guten Kombinationen gegeben haben und man da wirklich auch den Speiseplan sehr gut durchtakten und planen muss. Auf der anderen Seite gibt es eben auch kritische Nährstoffe, wie das Vitamin B12, das in der veganen Ernährung nur durch Supplemente abgedeckt werden kann. Außerdem ist auch Kalzium ein Thema, das heißt, es muss bewusst Kalzium angereicherte Produkte konsumiert werden, beziehungsweise grüne Gemüsesorten beinhalten zwar sehr viel Kalzium, das ist die Bioverfügbarkeit aber zum Teil nicht so hoch gegeben. Kalziumreiche Mineralwässer wären zum Beispiel auch noch eine Möglichkeit. Aber das heißt, es ändert sich dann natürlich, weil ja eine Produktgruppe weggelassen wird, beziehungsweise bei der veganen Ernährung mehrere. Vegetarisch ist grundsätzlich gut deckbar, über normale Kost bei Veganen muss man es gut planen. Ja, danke schön. Eine letzte Frage hätte ich noch im Chat und zwar, ob Ihre Ausführungen zum Thema Alkohol auch für alkoholfreies Bier gelten. Ja, also grundsätzlich haben Sie in der Abbildung gesehen, dass je höher der Alkoholgehalt war, umso höher waren eben diese antidiuretischen Effekte, also die entwässernden Effekte. Grundsätzlich verringert sich das, wenn kein Alkohol vorhanden ist. Im alkoholfreien Bier sind natürlich viele Kohlenhydrate dort. Es gilt aber nicht, also wir empfehlen es nicht als Sportgetränk, weil es keine isotone Flüssigkeit ist. Das heißt, es sind zu wenig Mineralstoffe, vor allem zu wenig Natrium vorhanden, dass eben der Mineralstoffgehalt ausgeglichen wird. Das heißt, Sie müssten das Bier salzen, das Alkohol bei Bier salzen, um quasi die Flüssigkeitsbalance dann herzustellen. Ja, danke, Frau Lackner. Das waren die Fragen aus dem Chat.